Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wikihausen. Und es geht wieder einmal um Markus Fiedler und die Schule. Und es erinnert mich sehr, Sie kennen doch vielleicht Jim Knopf und die wilde 13 mit dieser wunderbaren Geschichte, wie aus Frau Malzahn der goldene Drache der Weisheit wird. Also die größte Leistung, das größte Kunstwerk, was ein Mensch erreichen kann, nämlich auf etwas Schlechtem etwas Gutes zu machen. Und das versuchen wir in dieser Sendung. Vielleicht wird ja am Ende der Sendung der NDR sagen, da haben wir uns vielleicht aufs Glatteis begeben und das war nicht in Ordnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, und ich beschäftige mich natürlich nicht alleine mit Frau Mahlzeit, sondern an meiner Seite ist die wunderbare Molly, nein, Entschuldigung, Markus Fiedler war es, ja. Du wirst dich doch wohl nicht über mein Körpervolumen hier äußern wollen, hör mal. Nein, sonst hätte ich Jim Knopf gesagt, das wollte ich gerade nicht. Ja, genau. Hieß sie nicht Emma, die Lokomotive? War das nicht Emma? Emma, doch, ich glaube Emma. Emma war das, bin ja. Bin ich ganz genau. Sicher. Ja, ja. Molly heißt meine Katze, das habe ich jetzt... Du musst das gleich wieder sofort pixeln, damit wir keine Persönlichkeitsrechtsprobleme bekommen. Ja, genau. Ja. Auch von mir ein herzliches Hallo an die Zuschauer. Ja, die Story geht weiter. Es wird immer grotesker. Kann man The nicht torture sagen. Never stops, genau. Heißt das bei Frank Zappa. Genau. Falls Sie sich wundern, was ich hier für ein Puschel vor der Nase habe, das ist jetzt ein neues Experiment zum Thema Ton, nachdem wir schon unser drittes Kind eingeführt haben. Wir haben jetzt hoffentlich auch wieder einen tollen Ton von Dirk. Versuche ich jetzt meinen Ton auch noch besser hinzubekommen. Ein dynamisches Mikrofon, was nicht so viel Schall von der Seite einfängt. Da helfen einem auch nicht irgendwelche 1.000-Euro-Mikrofone, weil die nehmen alles auf, auch den Rülpser im Nebenraum. Das wollen wir nicht. Deswegen versuchen wir es mal so. Okay, das dazu zur Technik. Wir steigen ganz schnell ein und dann geht das sofort los mit den Folien. Und zwar, die Wikipedia ist kein Lexikon. Na, wer hätte das gedacht? Das ist immer unser Claim. Wir machen es ganz kurz. Wenn Sie also irgendwo sehen, dass die Wikipedia hochgelobt wird, dann sollten Sie vielleicht mal die Empfehlung geben. Schauen Sie mal vorbei bei wikihausen.de. Da wird Ihnen geholfen. Dann, der NDR ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Finde ich jetzt eigentlich auch ein schöner Claim. Den sollten wir demnächst auch mal überall hinschreiben oder per Aufkleber verteilen. Ja, du hast es gesagt, also der NDR wird dann ganz schnell ganz privat, ne? Von wegen öffentlich-rechtlich, ja, genau. Ja, und das ist die E-Mail-Adresse. Dirk@wikihausen.de, Markus@wikihausen.de, wenn Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben, wenn Sie Fehler berichtigen wollen oder wenn Sie Neuigkeiten für uns haben, immer an diese E-Mail-Adressen wenden. Wir sind ganz Ohr. Und wenn Sie unsere Sendung suchen, natürlich nicht nur auf YouTube, auf Odyssey oder sonst wo, sondern Sie finden uns auf www.wikihausen.de. Dort sind auch die Skripte zu den Sendungen verlinkt. Das heißt, Sie finden die Folien zur Sendung mit anklickbaren Links, damit Sie nicht immer alles unten abschreiben müssen, was da in dem Balken steht von unseren Quellenangaben. Okay, steigen wir ein ins Thema, Dirk. Da, achso, ach Quatsch, ja, das Thema. Das habe ich jetzt nach vorne. Geld. Das hab ich, Geld. Genau, jetzt brauchen wir hier so ein von Pink Floyd war das, glaube ich, ne? Money. Du kennst das noch, wunderbar, genau. Wir sind dann doch in ungefähr in einer Generation, kann man fast sagen. Genau, also. Du junger Hüpfer. Ja. Ach komm, ja. Also, falls Sie denken, dass diese Sendung etwas Geld wert ist, dann haben Sie hier die Überweisung. Informationen. Wenn Sie meinen, vielleicht einen Dauerauftrag einrichten zu können, wäre das total toll, dann können wir besser planen. Und natürlich, der PayPal-Link ist auch angegeben, damit sind wir da auch durch. Und dann kommen wir jetzt zur Sendung. Wir haben ja, wir könnten ja, kleiner Scherz am Rande noch, habe ich gerade gelesen, wir teilen immer Chuck Norris-Witze und einer, der mir besonders gut gefiel, war der NDR bezahlt Chuck Norris Gebühren. Ja, das sollten wir vielleicht auch einführen. Ach Dirk, du hast doch jetzt die Pointe fast versaut. Wie war das jetzt? Chuck Norris bezahlt keine GEZ. Die GEZ zahlt Chuck Norris Gebühren. Genau, okay. Besonders schön fand ich auch, Chuck Norris ist ab und zu in der Lage, seine Frau davon zu überzeugen, dass sie nicht völlig recht gehabt hat. Naja.
Die Betonung liegt auf ab und zu. Genau. Okay. Und nicht völlig recht. Kommen wir jetzt dazu. Also vielleicht sind wir ja mal in der Lage, zwei Frauen zu erklären, ja, wie das so ist mit dem Journalismus und an was man sich halten sollte. Wir kommen heute zum Sezieren des NDR-Beitrags und es hat sich bewahrheitet, was Dirk gesagt hat. Ich habe mit ihm Gott sei Dank nicht um ein kühles Alster gewettet. Das hätte ich jetzt verloren. Ich hätte eine kühle Alster gewonnen, nicht eins, sondern den Fluss Cry Me a River bei EBI. Ja, ja, also es ist, also sie haben tatsächlich einen handwerklich außerordentlich schlecht gemachten Beitrag gebracht, wobei das ist die Frage, wie man das betrachtet. Also man kann auch sagen, für einen Beitrag, der in Richtung Propaganda gehen sollte, war das ein außerordentlich guter Beitrag. Das ist dann schon fast vom Reißbrett, könnte man fast sagen. Das ist nicht schlecht geworden. Ja? Also unter dem Aspekt müssen wir vielleicht mal einen Eduard von Schlitzler fragen, was er dazu sagt, zu diesem Beitrag. Lebt er eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Nee. Ja, schade eigentlich, jetzt hätte man einen Fachmann gehabt. So. Der war zum Schluss bei der Titanic hatte er noch Kolumnen gehabt. Ja. Ach, kannst du mal sehen. Genau. Also kommen wir dazu. Das war unser Stell dich ein mit der Frau Ursula Hensel, Journalistin vom NDR. Sie wollte mich unbedingt interviewen. Wir hatten aus dem Vorfeld erfahren, dass, sagen wir mal, das Interview, was sie mit meinem Arbeitgeber geführt hat, unter etwas dubiosen Umständen gelaufen ist. Ja. Vorzeichen. Ja, genau, ist, ja. So könnte man es nennen. Das heißt, also er wurde dann mit irgendwelchen Videoschnipseln konfrontiert. Wir konnten das reproduzieren, welche Videoschnipsel das waren. Ja, und dann war uns klar, dann rücken wir doch mal mit dem Kamerateam an. So, okay, soweit so gut. Die Ursula Hensel wollte nicht gefilmt werden. Das hat sie dann auch gleich mit Nachdruck nochmal uns mitgeteilt. Hier ist eine Abmahnung vom NDR, habe ich in der letzten Sendung schon ausführlich erwähnt. Jetzt nochmal fürs Protokoll. Unsere Einschätzung zur Abmahnung, gib mal deine ein. Ich habe es ja in der Sendung 89 schon erwähnt, was ich davon halte. Was sagst du dazu, Dirk? Ja, also ich glaube, dass der Jurist, als er das geschrieben hat, nicht das Gefühl hatte, dass er was Sinnvolles tut oder was erfolgversprechend ist. Aber er musste es mal probieren, ne? Er ist ja dafür da. Das Ganze ist ja so eine Art Artillerieangriff. Man markiert erstmal die Person, die dann belegt werden soll und die unterstützenden Kräfte werden entsprechend auch, ich würde sagen, es ist eine Art Machtmissbrauch des NDR, der hier versucht, ähnlich wie eine Medienabteilung in einem kriegerischen Geschehen dafür zu sorgen, dass keine abweichenden Stellungnahmen zu Wort kommen können. Das mit dem Bild, also es ja, hat ja schon einen gewissen Skurrilitätswert, ja. Die Journalistin, die Markus Fiedler an die Öffentlichkeit zerrt, um ihn dort auszupeitschen, ist selbst höchst empfindlich, wenn sie bei ihrer Arbeit gedreht wird. Also mit Öffentlichkeit hat das, was sie tut, nichts zu tun, sondern das ist Heckenschützentum und deswegen darf sie auch nicht gezeigt werden. Sagt sie selber, ja. Also, genau. Wobei, was ja wirklich grotesk ist, du bist ja auch Halbjurist oder wie soll man das nennen, und dann gab es hinter unseren Kulissen gab's einen Schlagabtausch von Juristen. Und es war überhaupt nicht so klar, dass die eigentlich nicht gezeigt werden darf, sondern eigentlich ist die juristische Lage etwas uneindeutig. Also, es geht eher in Richtung, die könnte eventuell sogar mit Bild vollständig gezeigt Wir haben es nicht gemacht, genau. Aber ich würde dafür plädieren, dass in diesem Fall sozusagen Gleichheit der Waffen, und sie ist ja öffentlich gegen dich aktiv geworden. Also das ist diese Merkwürdigkeit, dass man, wie soll ich das nennen, das ist so ähnlich wie Israel mit der Atombombe. Ich habe sie, aber ich will nicht, dass darüber geredet werden kann, weil dann habe ich mehr Möglichkeiten, sie politisch zu nutzen. Das ist so eine, also das ist die Amimut-Hypothese von Ursula Hensel und dem NDR. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, du hast den Film gemacht, Israel und die Bombe. Ich habe den Amimut, genau. heißt Undurchschaubarkeit. Also man kann schießen, aber man kann selber nicht getroffen werden. Genau. Oder man soll nicht getroffen werden. Aber gut, genau. Also es ist wirklich grotesk, was hier stattfindet. Und wir sind tatsächlich, wie du schon sagst, wir sind in einem Meinungskampf. Und wir sehen hier, dass eine Seite sich überhaupt nicht an die Regeln des Meinungskampfes hält. Es zumindest nicht an die zivilisierten Regeln. Sie befolgen eigene Regeln. Die bewegen sich dann aber meistens ziemlich weit unterhalb der Gürtellinie. So. Das ist nochmal der Brief, den hatten wir eben gerade schon. Und ja, dann gehen wir weiter. Jetzt gab es tatsächlich Beiträge zu mir. Und zwar ging das einmal quer durch die ARD durch.
Es gibt einen NDR-Beitrag vom Magazin von Brisant. Die Beiträge sind im Wesentlichen Derivate von einem Hauptbeitrag. Der Brisant-Beitrag ist auf einmal nicht mehr zu finden, ne? denn den muss man dann halt aus der Wayback-Maschine sich rausholen. Da ist er. Und was ich jetzt also auch schon interessant finde, hier wirst du also mit dem Kreis Querdenker in Verbindung gebracht. Guck mal auf den Untertitel, ne? Und jetzt taucht der Lehrer plötzlich in Verschwörerkreisen auf. Also es geht hier nicht mehr um Verschwörungstheoretiker, sondern um Leute, die sich selbst verschwören. Das heißt, hier wird mir unterstellt, ich würde mich mit anderen zu einer illegalen Handlung absprechen. Finde ich schon ziemlich steil, die Nummer. Ja, ja, das ist, haben Sie insofern Glück, als es den Begriff Verschwörung juristisch in Deutschland nicht mehr gibt. Es gab mal, wie hieß das, Geheimbündelei. Das war mal ein Straftat vom Strafgesetzbuch, ein Tatbestand, den gibt es nicht mehr. Der ist irgendwann, ich glaube, unter Willy Brandt dann abgeschafft worden. Die Sache ist natürlich, ich würde eher glauben, dass hier die Baerbock'sche Grammatikfähigkeit auf den NDR übergeschwappt ist, nachdem das Gedankengebäude ja auch sehr ähnlich ist. Ich glaube, die kriegen das einfach durcheinander. Also Verschwörerkreisen, wie du sagst, hieße ja, du bist ein Verschwörer. Während ja, also das ist jetzt die Verschwörungstheorie des NDR, dass du ein Verschwörer bist. So könnte man das nennen. Normalerweise wird ja Verschwörungstheoretiker benutzt, um jemand zu unterstellen, dass er tatsachenwidrig und paranoidal angefixt behauptet, dass überall irgendwelche anderen Leute dahinter stehen. Was sie jetzt gerade mit dir machen, sie behaupten also damit, du bist im Bunde mit irgendwelchen anderen, die zum Nachteil von Dritten eine Straftat planen. Also ja, nicht so ganz lustig. Nein, es ist nicht lustig. Aber oder vielleicht doch lustig oder vielleicht lächerlich, aber ja, es ist dann geht's noch, wäre die Frage. Es ist dann lächerlich, wenn du von außen drauf schaust, aber nicht, wenn du mittendrin stehst. Ja, also das, ich finde das, wie gesagt, das ist, bewegt sich weit unterhalb der Gürtellinie und es bewegt sich auch weit außerhalb der Tatsachenebene. Also das ist hier wirklich Fiktion, was sie hier betreiben. Also nur wirklich vollkommen daneben. Gut, dann gibt es einen weiteren Beitrag, der lief dann bei NDR Info. Den gibt es wohl sogar, glaube ich, als Videobeitrag. Ich habe ihn jetzt hier als Tonbeitrag abgebildet. Und dann gibt es den dritten Beitrag, mit dem wir uns heute genauer beschäftigen werden. Das ist dann der Beitrag, der bei NDR Hallo Niedersachsen lief und zwar am 26.11. Also das sind also drei Beiträge, die am 26. und am 27.11. im Fernsehen so durchliefen. Okay. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar gibt es da wohl eine erste Szene, die lassen wir mal weg. Das kann sein, dass wir da nochmal drauf zurückkommen in einer der nächsten Sendungen, weil ich habe Informationen bekommen, die wir nochmal genauer nachprüfen müssen. Es gibt eventuell da nochmal Nachbesprechungsbedarf, dann wird es richtig lustig für uns, für den NDR dann weniger. Wir schauen mal. So, nächstes, Ausschnitt 2, den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und dazu muss ich hier gleich mal ein Video abfahren. Moment. Hier ist Markus F. Lehrer, ein Mann, der das Weltgeschehen in Frage stellt und im Internet Stellung zu vielem bezieht. Corona-Krise, Klimawandel, Ukraine-Krieg. Und dabei fallen fast nebensächlich auch solche Sätze. Ich muss ja kein Verehrer vom Kaiserreich sein, nur um festzustellen, dass Deutschland nicht souverän ist. Oder dieser, indem er die deutsche Zeitungslandschaft mit dem Propagandablatt der NS-Zeit vergleicht. Ja, mit dem Tagesspiegel dann Schwierigkeiten bekommen oder mit den ganzen anderen Schundblättern, die noch so hier inzwischen sich noch Zeitung nennen, aber inzwischen ganz was anderes sind. Also die sind also ziemlich gleich auf mit dem Stürmer, würde ich sagen. Ja, Dirk, was sagst du dazu? Naja, wir hatten es ja schon mal. Also das ist sehr verkürzt rausgezogen. Bei der Sache mit dem Stürmer ging es darum, dass der Tagesspiegel in Gestalt von Sebastian Leber angerufen hat, um Robert Zibes seine Wohnung, sein Konto, seiner Frau die Arbeitsstelle, seiner geschiedenen Frau, die sich dann von ihm distanzieren musste, damit sie ihre Arbeitsstelle behalten konnte. Also sozusagen so eine Art, der NDR hat eine Art von Ausschuss für unamerikanische Umtriebe eingeführt und findet sich dabei aber gut. Das ist ja das Charakteristikum der Leute, die jetzt mit der Cancel Culture arbeiten, dass sie ähnlich wie die Inquisitoren glaubten, dass sie aus in einem höchst moralischen Auftrag und auch mit den richtigen Mitteln
dafür sorgen, die höhere Ehre Gottes wiederherzustellen. Und dafür müssen Leute auf dem Scheiterhaufen langsam verkohlen, damit ihre Seele gerettet werden konnte. Und diese Attitüde gibt es in neuen Formen immer wieder. Und jetzt ist halt das auch angekommen, dass Leute, die sich eigentlich berufsmäßig dafür einsetzen müssten, dass es freie Rede gibt, genau das Gegenteil tun. Der Vergleich, der mir wirklich einfällt, ist die McCarthy-Ära, der Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, wo die Frage war, waren Sie jemals Kommunist oder kennen Sie jemand, der Kommunist war? So ist das losgegangen dort. Und jetzt ist das Streiche, Kommunist, Sätze, Querdenker oder was weiß ich, irgendwas, was Sie als abscheuliche Gedankenrichtung sehen und glauben, daraus ableiten zu können, dass sie mit scharfen Maßnahmen darauf reagieren müssen, ja, damit die wahre Ordnung des Universums gehalten bleibt. Ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben und ich lege Wert darauf, dass das nicht meine Definition von Journalismus ist, sondern eine, die eigentlich bekämpft werden muss, weil sie den Journalismus in seiner Struktur und in seiner Aufgabe zerstört. Ja, danke, Dirk. Das, was mir aufgefallen ist, ist das, was wir hier in den Folien sehen. Und zwar sind eine ganze Menge Merkmale an diesem Videoausschnitt zu sehen, die ich doch für sehr bemerkenswert halte. Also ich habe mal ein paar Beobachtungen zusammengefasst. Erste Beobachtung, Sie machen den vollständigen Namen von mir unkenntlich. Das heißt, man sieht nur noch Markus F., ja? Das hat eine Folge, nämlich, dass man, wenn man im Internet nachschaut, Markus Fiedler, würde man sofort, wenn man Markus Fiedler eingibt, sofort auf mich treffen, auch auf unseren Beitrag von Geschichten aus Wikihausen Nr. 88, nämlich der Beitrag, der inzwischen zu fast 110.000 Mal abgerufen wurde, also ein einsamer Rekord, was die Zuschauerzahlen anbelangt und was natürlich zu Reaktionen geführt hat. Und jeder, der diesen Beitrag sieht, wird sehen, dass der NDR nicht redlich arbeitet. So, das scheinen sie hier verhindern zu wollen, nämlich genau mit dieser Methode, sie verschleiern die Quelle. Nicht nur, dass sie meinen Namen unkenntlich machen, sie machen auch die Klappentexte von den einzelnen Beiträgen, die da so im Video durchlaufen, die machen sie auch unkenntlich. Ja? Es dient der Quellenverschleierung. Was ich noch interessanter fand, Quelle Doppelpunkt YouTube. Sie hätten noch gleich schreiben können, als sie mein Zitat bei Jens Lehrich rausgeschnitten haben, Quelle Doppelpunkt Internet. Das ist ja unglaublich, das ist doch keine Quellenangabe. Das erfüllt nicht die Grundregeln beim Zitieren. Ja, ich meine, wir machen das ja genau andersrum. Wir geben immer an, woher wir die Sachen haben, damit man das überprüfen kann. Aber der NDR möchte urteilen können, aber nicht sich rechtfertigen müssen für was er da hat, woher es kommt, ja, ob er es richtig ist, gearbeitet Dirk, hat. Kurze Hand, es ist rechtswidrig. Du hast eine Zitatmöglichkeit, wenn du die Quelle vollständig angibst und das ist keine Quellenangabe, Quelle Doppelpunkt YouTube. Das ist unglaublich. Übrigens, sie haben den Beitrag dann runtergenommen und haben ihn wieder neu hochgeladen und in dem neu hochgeladenen Beitrag, da ist in der neuen Fassung auf einmal steht dann die komplette Quellenangabe drin. Ist doch seltsam, ne? Aber das ist halt nicht das, was die Zuschauer am ehesten gesehen haben. Wer guckt denn nochmal beim NDR auf die Online-Seiten, nachdem der Beitrag schon im Fernsehen gelaufen ist. So, dann haben wir die nächste Beobachtung. Es gibt also, wie gesagt, diese aus dem Zusammenhang gerissenen Zitate, die in einen neuen Kontext gesetzt werden. Und man könnte jetzt sagen, quod erat demonstrandum. Denn genau das haben wir in Sendung 88 in epischer Breite diskutiert. Und sie haben es genauso gemacht, wie wir vorausgesagt haben. Dirk, du hast bestimmt zu Hause bei dir einen Fluxkompensator und konntest das schon mal in der Zukunft nachprüfen. Oder wie ist das? Es war ja, ich habe ja gesagt, dass es nicht schwierig ist, das vorherzusagen, führt natürlich zu der absurden Situation, wenn zum Beispiel dir unterstellt wird, also was wir in sozusagen Richtung, du, was ist an diesem Satz, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht außenpolitisch nicht souverän ist, hiermit sage ich das auch, ja. Sagen übrigens fast alle amerikanischen Historiker, die ich kenne, das ist eine nüchterne Tatsachenfeststellung. Was man allein schon daran sieht, dass wir fremde Militärbasen auf unserem Gelände haben, auf dem wir nicht die juristische Hoheit haben, sondern die Macht, die die Basen, also die Amerikaner haben dort sozusagen das Sagen. Das heißt, wenn ein Mord geschieht in Ramstein, ist nicht die deutsche Polizei zuständig. Die hat dort im Zweifelsfall nichts zu suchen. Wir haben das ja auch gesagt, die
hat mir in 88, habe ich das auch erklärt, dass es in einer sehr ähnlichen Form in Japan ist. Und dann könnte man da auf die Idee kommen, dass das damit zu tun hat, dass das zwei Länder sind, die im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Ist übrigens auch ähnlich bei den amerikanischen Basen in Italien mit der Mittelmeerflotte, mit der 6. Flotte. Und das sagt mir jeder Historiker, den ich dazu interviewt habe, die sagt dann immer, natürlich ist das eine limitierte Souveränität. Die einzige souveräne Macht in diesem Großraum, wie das genannt wird, ist eben der Hegemon und alle anderen haben Schwierigkeiten damit. Und ich würde doch auch der Frau Hensel raten, sich mal mit dem Fall Aldo Moro zu beschäftigen. Als das so war, dass ein italienischer Regierungschef eine Koalition eingehen wollte, ein Christdemokrat, der mit den Kommunisten koalieren wurde, was er mit dem Leben bezahlt hat. Und mittlerweile gibt es dazu eine immer dichter werdende Form von Nachweisen, inklusive den Aussagen des amerikanischen Sonderberichterstatters für Carter, der dorthin geschickt wurde, der ein Buch geschrieben, also mitverfasst hat. Das heißt, wir töteten Aldo Moro und sagte, meine Aufgabe war nicht dafür zu sorgen, dass Aldo Moro, der von den Roten Brigaden entführt wurde, die wiederum geheimdienstlich unterwandert waren. Also meine Aufgabe war nicht, ihn zu retten, sondern dafür zu sorgen, dass er nicht aussagen kann. Und wenn Sie sowas dann als souveränen Staat bezeichnen wollen, dann müssen Sie schon ziemlich verhänselt sein, damit das im Gehirn klar geht. Aber das geht problemlos, wenn man beim NDR ist, offenbar. Sie müssten dann auch Ihren John Götz eigentlich entlassen, weil der ja diesen sehr guten Bericht gemacht hat über die Drohnenmorde und gefragt hat, auch im Parlament die grüne Abgeordnete, warum sagen Sie nichts, warum schweigen Sie? Und die dann, also wahrheitsgemäß, words to the effect, wie man im Englischen sagt, gesagt hat, gibt Schwierigkeiten mit den Amerikanern, wenn wir es tun. Also wenn man das einfach weglässt und dann so nach dem Motto, Deutschland ist ja kein, ich muss ja nicht, wie hast du es gesagt, kein Fan des Kaiserreichs sein oder was? Der Gag war, ich sag noch vorher, die Medien berichten immer unter diesem Frame Reichsbürger. Und alles wird in Richtung Reichsbürger gesetzt. Und ne, und dann sage ich noch, ich muss ja kein Anhänger des Kaiserreichs sein, Klammer auf, was ich sowieso nicht bin, erklärtermaßen auch in vielen Schriften so niedergelegt und auch öffentlich so gesagt, dass ich das ein bisschen seltsam finde, unsere Reichsbürgertruppe da. So, und dann machen sie genau das und reißen es aus dem Zusammenhang. Also ist ja NDR, wir haben Nord Stream, haben wir vor der Nase und da haben wir ein weiteres Beispiel, wie ungeheuer souverän wir sind beim Feststellen, wer der Täter war. Jetzt seit über einem Jahr. Also Dirk, mach mal's kurz. Machen Sie, ihr könnt alle den Gesslerhut weiter grüßen. Sozusagen Wilhelm Tell werdet ihr damit nicht. Genau. Mir ist noch wichtig, also dass die nächste Geschichte war ja falsche Tatsachenbehauptung. Sie haben wirklich gesagt, indem er die deutsche Presselandschaft mit dem Propagandablatt der NS-Zeit vergleicht. Genau das hat die Frau mir ja auch in unserem unfreiwilligen Interview, das, was sie mit uns dann geführt hat, gesagt und es ist einfach grotesk. Sie ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass es nicht stimmt. Wir kommen nachher gleich dazu, auch in meinem Antwortschreiben ist sie darauf aufmerksam gemacht worden und sie verbreiten es trotzdem, also wieder besseren Wissens. Das ist keine, das ist kein Unfall, das ist reine Absicht. Okay, und jetzt nochmal die Klarstellung, es ging eben genau um den Tagesspiegel und um den Autor Sebastian Leber und Magazine, die ähnlich agieren und eben nicht um die gesamte Presselandschaft. Naja, das ist diese Leute, aber das, also Julius Geiler und sowas, die schreiben dann ja auch bei der Frankfurter Rundschau und sowas. Magazine weiß ich jetzt gar nicht. Also es ist eine bestimmte Zeitung. Eine Zeitung. Es ist eine bestimmte Gruppe von Leuten. Also Leber, Geiler und wie heißt der? Sodenkamp oder wie wieder? Wie hieß der? Sodenkamp ist jemand anders. Also auch bei der beim RBB sozusagen in die gleiche Richtung aktiv ist und ich würde fast annehmen, dass das auf dieser Schiene auch hier zum NDR getragen wurde, ja, damit die Whatever, genau. Wissen wir nicht, kann man, genau. Wäre meine Vermutung, ist meine unmaßgebliche Ansicht, dass wir, was wir früher schon gemerkt haben, dass es diese Netzwerke gibt. Also das heißt, das haben wir jetzt in 80 Sendungen oder in fast 90 erklärt. Sendungen. Nee, mit der heutigen ist es ja die 90. Sendung. In 90 Sendungen in epischer Breite darüber berichtet. Es gibt diese Netzwerke. Wer das nicht glaubt, soll sich die Sendung angucken. Wir haben genügend Beweise dafür. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Das ist einfach, es ist eine Faktenlage, die belegt das. Nicht nur ein Fakt, sondern wir haben also eine Latte von Beweisen dazu. Okay, das hier ist die eigentliche Quelle.
falls Sie es nochmal nachlesen wollen. Und wenn Sie nicht drauf das Ganze abtippen wollen, gucken Sie in die Folien rein, da finden Sie es auch wieder. Wir gehen, ich drücke ein bisschen auf die Tube, Dirk. Wir gehen weiter. Mhm. Das ist jetzt der Ausschnitt 3 von dem gleichen Beitrag. Wir haben es immer jetzt in Ausschnitten drin. Und dann gucken wir uns doch den einfach mal an. Kann das sein? Vormittagslehrer, der Kinder unterrichtet, aber in der Freizeit im Internet mit solch zweifelhaften Botschaften unterwegs? Tja, und hier haben wir das gleiche Problem. Wir haben wieder eine Sache, die sehr auffällig ist. Sie insinuieren etwas. Und in diesem Insinuieren ist etwas drin, was, das ist einfach eine Unterstellung, ja. Gucken wir uns das mal an. Also, kann das sein? Vormittagslehrer, der Kinder unterrichtet, aber in der Freizeit im Internet mit solch zweifelhaften Botschaften unterwegs ist. Welche zweifelhaften Botschaften? Ja. Das ist genau der Punkt. Das heißt, sie insinuieren da irgendetwas rechtswidriges, verfassungsfeindliches oder was auch immer da. Gibt es nicht. So, und dann. Na, erstmal insinuieren sie zweifelhafte Botschaften, aber sie behalten das, sie halten es unklar und daraus abgeleitet wird aber eine Handlungsaufforderung. Kann das sein? Vormittagslehre. Subtext dazu, nein, das kann natürlich nicht sein. Das ist das, worauf sie raus wollen. Ja? Und das Ganze eben in sozusagen wird auf dem Bildschirm gescrollt und dann kommen diese Zitate, also sozusagen möglichst scharf rausgenommen. Ich erinnere daran, das kann ich jetzt umgekehrt genauso machen. Das kann ich machen, indem ich Josef Joffe nehme, der sagt, als Trump an die Regierung kommt und gefragt wird, was man machen kann, sagt er, Mord im Weißen Haus. Und dann mache ich, ist das möglich, dass in Deutschland eine der größten, angesehensten Magazine, also Zeitschriften, öffentlich aufruft zu einem Mord? Dürfen wir das akzeptieren, dass terroristische Gedankengänge in Hamburg an der Waterkant, also an diesen Verlagsgebäuden, nicht nur gedacht, sondern sogar geäußert werden? Ist es noch zulässig, dass die Zeit weiter existiert? Auf diesem Niveau kann ich natürlich alles. Kann ich eben auch fordern, dass die Zeit ja, morgen... Wobei, er hat das wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat. Das muss man dazu sagen. Naja, deswegen sage ich ja, er hat ins Gespräch gebracht, den Präsidenten aus Amerika zu ermorden. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so ironisch war, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, es war sozusagen eine... das glaube ich nicht. Würde ich nicht glauben, dass er das tatsächlich meinte, sondern das war so eine flapsige Bemerkung. Aber flapsig geht bei dieser Sache durch und die legen halt auch fest, wo... an welcher Stelle der rote Alarmknopf oder die roten Alarmglocken schrillen müssen, angeblich und zur Handlung aufgefordert wird. Das hier das Merkwürdige. Und nochmal, es wird ja nicht gesagt, Markus Fiedler hat im Unterricht Folgendes gesagt und dann kommt irgendeine Sache, ihr glaubt doch selber nicht, dass die Bundesrepublik ein Staat ist, es ist eine GmbH, das wäre dann adäquat, sondern sie versuchen irgendwie einen Konnex zu machen. Dieser Mann denkt ja oder redet in seinen Medienpublikationen nicht so wie wir. Und dann kommt die Frage, darf das sein? Aber sie können noch nicht mal nachweisen, dass das der Fall ist, dass du damit Kinder beaufschlagst. Ja? Also, dass du ist, da ist gar nicht Mister, Thema. Mr. Reichsbürger ist. Ja, aber das wäre ja das Einzige, worum es ginge. Ansonsten muss ich bei jedem Lehrer sozusagen, wir haben dann einen neuen radikalen Erlass, der gerade vom NDR eingeführt worden ist. Ihrer Definition, wer ein Radikaler ist. Ich bin ne? Biologie- und Musiklehrer. Was ist denn das? Das ist doch nicht mein Thema. Was soll denn der Blödsinn? Ja, also es ist unglaublich. So, und was du mit diesem mit Cistur gemacht hast in deinem Unterricht, ja, ist doch wirklich eine Sache, die mal genauer untersucht werden müsste. Ja? So, kommen wir mal in Medias Res mal wieder. Also die Botschaften sind ganz und gar nicht zweifelhaft, sondern beziehen sich auf konkrete Beispiele. Das ist jetzt also einfach mal auf den Punkt gebracht. Sebastian Leber beim Tagesspiegel, Zielpersonen nachstellen, um sie gesellschaftlich und wirtschaftlich mit zahlreichen Andeutungen und Falschbehauptungen zu ruinieren. Das ist exakt. Ja, nicht nur sie, sondern auch die Ehefrau. Auch nochmal sippenhaft ja, einführen nebenbei. Genau, das ist exakt das, was auch der Stürmer unter anderem gemacht hat. Er hat noch viel mehr gemacht, das brauchen wir nicht drauf einzugehen, ja, aber das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. So, das Zweite ist halt, ein Staat, der das Gesetz oder Grundgesetz nicht durchsetzen kann oder will, das war meine Aussage, ist nicht souverän. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Um nochmal darauf zurückzukommen, was du ja gesagt hattest in dem Beitrag war, worauf du hingewiesen hast, dass dort Flugbenzin verklappt wird auf der Airbase, das ins Grundwasser reingeht, dass das nachgewiesen werden kann außerhalb der Airbase und es gibt keine Möglichkeit, das zu stoppen. Und dein Argument war,
Wenn mir aber jemand sozusagen hier in den, im Gulli Benzin auskippt, dann ist hier aber die Hölle los. Aber die Amerikaner können das im großen Stil, weil wir eben keine Zugriffsmöglichkeit haben und niemand sich an dieses Thema ranbegeben möchte, um dann was zu tun, auf der Airbase zu erscheinen und mit Waffengewalt durchzusetzen, dass die aufhören, Benzin in die, ins Wasser reinzukippen. Wenn es mal nur Benzin so wäre, ja, genau. Das war meine Argumentation, genau. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, was der NDR so selber liefert. Also wie man es, wie es der Zufall so will, es passieren einfach Sachen. Sogar bei mir zu Hause in dem Ort, wo ich wohne, wird vom NDR drüber berichtet. Es wird immer grotesker. Man könnte meinen, ist Markus extra vorbeigefahren, hat das mal ausprobiert mit dem Benzinkanister. Nein, er ist mit dem LKW vorbeigefahren und hat mal eben 95 Liter super ins Gulli abgelassen. So. Und das alles in Rastede, im Landkreis Ammerland. Und der NDR berichtet darüber. Hier sehen wir das. Und jetzt bitte mal schauen, was dann der NDR in dem Artikel darunter auch noch schreibt. Gegen den 51-Jährigen wird laut Polizei jetzt wegen Gewässerverunreinigung ermittelt. Daneben dürften auch beträchtliche Schadensersatzforderungen auf ihn zukommen, so ein Polizeisprecher. Mhm. Und was habe ich in der Sendung gesagt? Genau das. Das ist, und da stehst du mal vor und denkst du so, ja, was wollt ihr denn? Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Das heißt, jeder normale Bürger würde abgeurteilt werden. Das, also der, da müsste jetzt hier stehen, Airbase-Kommandant zeigte sich uneinsichtig und drunter stehen müsste dann stehen, auf die US Air Force kommen jetzt beträchtliche Schadensersatzforderungen zu. Wird nicht stattfinden und darüber darf man aber nicht die falschen Schlussfolgerungen ziehen, sonst kommt Frau Hensel und sorgt als Frau Malzahn dafür, dass sie nicht der goldene Drache der Reise ist. Ja, es ist, ist unglaublich. Also das ist jetzt, genau das müsste da stehen, weil das ist ja der Punkt. Es gab diese Anzeigen, es gab auch diese Gerichtsverhandlungen und das Ganze geht, also wird abgeschmettert. Also das, die Justiz ist entweder nicht zuständig oder sie will es nicht verhandeln, was auch immer. Also du merkst, du läufst hier gegen eine Wand. Ja? Und das sind also die Bürgerinitiativen, die um die Airbase Rammstein drumherum wohnen. Gehen wir weiter, das kann man nämlich hier nach schauen. Jetzt zeigen wir mal die Quelle, wo man das lesen kann. Nur wieso? US-Giftregen über Deutschland. Und das war nicht nur, dass die Flugzeuge in der Luft Treibstoff abgelassen haben, sondern auch ein Problem, das sich auf der Airbase befindet. Das sehen wir hier. Also in diesem animierten Kreis, den man da sieht, ja, ist ein Absenkbecken. Ich gehe mal mit der Maus drauf. Das hier ist das Absenkbecken oder Absetzbecken. Und von da aus läuft anscheinend Wasser in das Naturschutzgebiet hier. Ja, hier ist sogar noch das Flüsschen zu sehen. Und hier oben irgendwo am linken Bildrand ist, was wir jetzt nicht ganz sehen, da geht dann im Beitrag die Kamera drauf, da ist dann ein kleiner Weiher und da hat man dann halt exorbitante Konzentrationen von zyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen gemessen. Ha! Ja. So, das heißt, wir befinden uns nicht mehr auf der Airbase, sondern wir befinden uns auf bundesdeutschem Gebiet, wie auch immer man das nennen möchte. Also das ist kein amerikanisches Gebiet mehr. Hier wird ein Schaden verursacht und keiner ist zuständig. Beziehungsweise der eigentlich Zuständige ist nicht greifbar. Das ist der Punkt. Das andere mit den Drohnenmorden kann man ebenfalls bei Nuoviso sehen. Rammstein, das letzte Gefecht, hat den Alternativen Medienpreis 2017 gewonnen, ist der geschätzte Kollege Norbert Fleischer, der als Regisseur das gemacht hat. Und hier ist der Wolfgang Jung, der übrigens auch Lehrer war und auch aus dem Lehrerverhältnis entfernt werden sollte, als er nämlich anfing, gegen die Airbase Rammstein vorzugehen. Gibt es da eine gewisse Koinzidenz, dass gerade die friedensbewegten Leuten aus dem Lehrerdienst entfernt werden sollen? Ich frage mich, warum? Soll ich demnächst Werbung machen für die Bundeswehr? Ist das besser? Ja, es ist, weil die Stahlhelm-Fraktion mir NDR es gerne hätte. Ja, genau, okay. Dann machen wir das weiter. Dann haben wir also eine vorsätzlich falsche Eindruckserweckung einer Straftat oder eines verfassungsfeindlichen Handels seitens des Lehrers. Das ist hier in diesem Beitrag drin, und aber die zitierte Quelle zeigt das Gegenteil. Also wenn man sich das anguckt, ich sage ganz was anderes in dem Beitrag, als der NDR insinuiert. Und sie wollen es falsch verstehen. Wie gesagt, in meiner Stellungnahme habe ich darauf hingewiesen, dass sie es genau falsch dargestellt haben. Jeder normale Mensch würde sich das nochmal durchgucken und sagen, ups, da habe ich einen Fehler gemacht, Entschuldigung, mache ich nicht wieder. Nein, sie machen es trotzdem. Es ist absichtlich. Ne? Was wir hier haben, ist ein Verstoß gegen die journalistischen Regeln durch Ursula Hensel und Angelika Henkel. Angelika Henkel kennen Sie bis jetzt noch nicht. Das ist die Dame, die als verantwortliche Zweitautorin für den Beitrag angegeben wurde. So, machen wir weiter im Text. Ausschnitt Nummer 4. Auf Nachfrage erfahren wir, dass die Schulaufsicht den Fall kennt.
Doch auch wenn das Land die freie Schule mit Geld unterstützt, ist die Zuständigkeit begrenzt. Aber solange es keine Beschwerden gibt, heißt das im Umkehrschluss, wo kein Kläger, da kein Problem. Das Kultusministerium möchte uns dazu lieber kein Interview vor der Kamera geben. Doch. So, jetzt kommt da drin vor folgendes Zitat, wo kein Kläger, da kein Problem. Das insinuiert wieder, es gibt ein irgendetwas, wo man gegen klagen könnte. Und ich frage mich, worum geht es denn jetzt überhaupt? Und dann das Kultusministerium möchte uns dazu lieber kein Interview vor der Kamera geben. Das ist eine vorsätzlich falsche Eindruckserweckung des NDRs bezüglich einer Straftat oder eines verfassungsfeindlichen Handelns durch einen Lehrer. Schon wieder ein Verstoß gegen die Regeln, und zwar gegen die journalistischen Regeln durch Ursula Hensel und Angelika Henkel. Um es nochmal klar zu sagen, es wird so getan, also die Schulaufsichtsbehörde wird informiert darüber, als wenn du im Unterricht etwas getan hättest. Das wäre der Moment, wo sie reingehen will. Oder aber, dass du eine Person bist, wie du gesagt hast, die verfassungsfeindlich in irgendeiner Form, also das heißt, unterwegs ist. Ich nenne das weiterhin den NDR-radikalen Erlass, und sie möchten gleichzeitig auch diejenigen sein, die die Regeln aufstellen und die Strafe dafür aussprechen können. Das ist eine, es ist immer der Sprung von dem, gefällt mir nicht, dass sie sagen, und jetzt soll die Schulaufsichtsbehörde da aktiv werden. Also es ist so ein Kombi aus einer öffentlichen Anklage, die zu einer juristischen Aktion führen soll, wo sie aber gar nicht genau sagen können, um was geht's eigentlich, was hast du denn in der Schule gesagt, sondern sie sagen, der hat aber da, der hat auf dem Marktplatz, und das gefällt uns nicht, und er war im Internet unterwegs, und das ist nicht die Meinung, die der NDR für adäquat hält. Also raus aus der Schule. Das ist die Kurzversion davon. Dann kommen wir zu Ausschnitt Nummer 5. Die 1970er Jahre. In dieser Zeit, nämlich 1976, wurde in deutschlandweiten Statuten genau festgelegt, was Lehrer in Deutschland dürfen und was nicht. Lehrer sollen Kinder in die Lage versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dabei darf die Lehrermeinung nicht aufgezwungen werden. Dennoch dürfen sie ihre Sicht der Dinge äußern. Sie insinuieren, dass ich also irgendwie gegen den Beutelsbacher Konsens zuwiderhandle. Ja? Darum ist das also, wovon wir reden? Das ist der Beutelsbacher Konsens. Ja. Sie nennen ihn noch nicht mal namentlich. Ja. Ja? Es ging damals auch vor allen Dingen um viele, sagen wir mal, Ex-Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg, die immer noch im Lehrerhandwerk waren. Und das war ein großes Problem teilweise. Dann kamen jetzt diese Linksradikalen dazu. Da warst du ja schon beim radikalen Erlass. Und ein Kollege sagte mir, der Beutelsbacher Konsens wurde vielfach missbraucht oder sollte missbraucht werden, um halt diese linken Lehrer loszuwerden. Ja. Was in dem Beutelsbacher Konsens zum Ausdruck kommt, was wir eben gesehen haben, ist aus einer Zeit, an die ich mich gut erinnern kann, als es auf der einen Seite noch Nazi-Lehrer gab an den Schulen und aus den Universitäten die ersten 68er geprägten Lehrer kamen. Das war die Zeit, als ich gerade auf dem Gymnasium anfing. Da gab es Lehrer, die kamen auf einen zu und sagten, was machen Sie, wenn der Russe kommt? Ja, und da gab es Ohrfeigen, es gab sogar Prügel. Das war damals noch möglich. Und auf der anderen Seite die Leute, die Alexander Sutherland Neill und Summerhill gelesen hatten und eine ganz andere Art von Erziehung im Kopf hatten. Dazwischen knirschte es, und auch Willy Brandt hat damals quasi als Friedensangebot an die Konservativen, weil ihm unterstellt wurde, die ganze Gesellschaft umbauen zu wollen, den radikalen Erlass eingeführt, das heißt, dass ein DKP-Angehöriger nicht Lehrer werden konnte, aber zum Beispiel auch nicht Postbote oder Lokführer, also nicht im Staatsdienst aktiv sein sollte. Das hat sich in erster Linie gegen Linke gewendet damals. Ja. Und das, was wir jetzt gehört haben, das ist, würde ich als Selbstverständlichkeit betrachten, also als den vernünftigen Teil davon, dass ein Lehrer nicht die Ansicht, die er hat, auf die den Schülern aufzwingen sollte, was natürlich in der einen oder anderen Form in jeder Diskussion, wenn er eine Ansicht haben darf, also da muss man sehr weise, zurückhaltend als Lehrer agieren, was auch eine Anforderung ist, die ich schon so sehe.
Aber dann ist die Frage, wie bringt man den Schüler dazu, kritisch zu denken? Und will der NDR das überall? Also wäre eine Diskussion über die Impfung zum Beispiel aus Sicht des NDR kritisches Denken oder wäre das eben Querdenken, was bestraft werden muss? Was ein Lehrer machen sollte im Unterricht, ist, die Schüler in die Lage zu versetzen, selbstständig quellenkritisch zu arbeiten und eigenständig zu denken. Das heißt, man muss Vielen Leute, Dank. Die du ungewöhnliche nimmst mir Sachen, die Worte aus dem Mund, genau das ist es. Ja. Die ungewöhnliche Sachen sagen, Schüler sollten sozusagen, sollte quasi gesagt werden, ach, schau mal an, wir haben hier jemand, der sagt etwas anderes, das habe ich als Erwachsener noch gar nicht gehört, wie interessant. Und das sozusagen den Spaß am Eigenständigen. Also man sollte, wenn man die Schule verlassen hat, selber merken und auch kritisch gegenüber allen Quellen sein und danach gucken wollen und das können und sich selber eine Meinung bilden. Und dazu gehört, grundsätzlich kritisch zu sein. Ich sehe, Dirk, du hast meinen neuesten Artikel dazu gelesen. Nein, habe ich nicht. Ich das ist einfach mal ab. Gesunder Menschenverstand. Weil du hast mir nämlich gerade eine Steilvorlage gegeben. Es ist wirklich so, weil ich habe es nämlich wirklich gerade geschrieben. Der Gag an der ganzen Sache ist nämlich folgendes. Also sie unterstellen, dass ich also gegen den Beutelsbacher Konsens bin. Und jetzt, wie es der Zufall nun mal so will. Und das ist wieder mal ein Verstoß gegen die journalistischen Regeln. Nochmal erwähnt. Es handelt sich um Ursula Hensel und Angelika Henkel, die das hier verbockt haben. Ja. Und das Problem in der ganzen Sache ist, es trägt nicht diese Argumentation, weil ich schon weit vorher, bevor die ganze Sache hier überhaupt in die Medien kam, war ich schon unterwegs mit dem Beutelsbacher Konsens und zwar affirmativ, das heißt voll zustimmend und habe Schulliteratur darauf abgeklopft, ob sie sich genau an dieses Indoktrinationsverbot halten. Und genau. es wäre ja keine Veröffentlichung wert gewesen, wenn sie es tun würden. Ja, das heißt also, allein die Tatsache, dass hier ein langer Artikel erschienen ist auf Apolut, genau zu dem Thema, zeigt, dass es da eine ganze Menge Handlungsbedarf gibt. Und dann frage ich mich, was machen die Schulbücher in Schule? So, es gibt das nicht ist vielleicht einer der Gründe, warum du jetzt abgestraft werden. Ja, das könnte auch sein, genau. Und es gibt nämlich nicht nur einen Artikel, sondern es gibt einen zweiten Artikel. Den habe ich einfach nur noch Indoktrination 2 genannt. Und es gibt einen Vortrag, gucke mal, bei Free 21, da bist du doch Chefredakteur. Wie war das nochmal? Mhm. Also, da habe ich das Ganze nochmal unter dem Titel Der mündige Bürger zwischen Indoktrination und Falschinformationen in Schule und Wikipedia. Es ist genau das Kam Thema. Kam übrigens als Vorschlag aus der Redaktion. Das war nicht von mir, also habe nicht ich da reingebracht, sondern das war die Redaktionsgemeinschaft, die sagte, kamen zwei Leute, haben gesagt, hast du den eigentlich gehört? Ehrlich gesagt, ich habe gesagt, nee, habe ich nicht gehört. Und dann habe ich gesagt, okay. Also das war, hat Aufmerksamkeit erregt innerhalb unserer Kreise. Ja, ja, genau. Also so und jetzt ist es immer noch nicht das Letzte, sondern ich hatte ja in dem Artikel Nummer 2 bereits gesagt, es gibt einen Lehrer, der schreibt ein Buch. Und der ist eben anders als ich. Also ich habe da so 3 Beispiele gefunden oder vielleicht 4 in meinem naturwissenschaftlichen Bereich, wo ich sage, was macht jetzt hier die Politik in Naturwissenschaften? Hat da nichts zu suchen. Und der Lehrer ist aber selber Geschichtslehrer. Ja? Und jetzt bei ihm hagelt es gleich. Und da sind wir nämlich bei dem nächsten Punkt. Das ist Mensch, lern das und frag nicht. Das hat ein gewisser Hauke Arach geschrieben. Das ist ein Pseudonym. Der Lehrer möchte nicht erkannt werden. Kann ich gut verstehen, weil ich kann das gut nachvollziehen. Denn in dem Moment, wo du anfängst, Kritik zu üben und zu sagen, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht, dann kommen auf einmal die Leute vom NDR und fangen dann an, komische Fragen zu stellen. Ja. Und vor allen Dingen noch viel... Ja, Fragen stellen wäre ja eine Sache. Ja, noch viel komischere Beiträge zu machen. Fragen, die dazu führen sollen, dass du nicht mehr in der Lage bist, Fragen stellen zu lassen. Das ist jetzt ein ganz aktueller Artikel. Und in allen Artikeln ist bei mir der Beutelsbacher Konsens vorangestellt. Im letzten ist er mitten im Text drin. Aber in allen Artikeln sonst ist er vorangestellt gewesen. Also, ich habe ihn durch dich überhaupt erst kennengelernt. Tja, das war das erste Mal. Ich dachte, Beutelsbacher, das kenne ich. Sorry, ich komme ja aus lange in Süddeutschland gelebt, kenne ich als Wein, sozusagen. Aber gut, also so, lassen wir das also beiseite. Es ist einfach grotesk. Das heißt, es fehlen ihnen nicht nur die Nachweise für ihre Argumente, sondern es gibt Gegenargumente, die sie flissentlich ignorieren. Ne? So, wir sind beim nächsten Ausschnitt, wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier. Yeah. Ausschnitt Nummer 6, gucken wir uns den nochmal an. Haben Querdenker damit nicht zu leichtes Spiel, um an Deutschlands Schulen zu lehren? Wo ist die Grenze? Tatsächlich ist es so, dass die Lehrkraft ihre eigene Meinung äußern darf, solange sie eben noch verfassungskonform ist und strafrechtlich nicht relevant. Aber wann ist diese Grenze überschritten?
Pädagogikprofessor Hermann Veit hat viel zum Thema Demokratie und Schule geforscht. Verschwörungstheorien zielen nicht darauf, andere zu überzeugen mit Argumenten, sondern sie zielen wirklich darauf, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist keine Grundlage für schulisches Handeln, für schulisches Lernen. Und deshalb muss man sich, glaube ich, im pädagogischen Kontext sehr einig sein und sagen, also wenn das in Schule auftritt, dann ist das fehl am Platz und das muss Konsequenzen haben. Das ist doch sehr interessant, Dirk. Unglaublich. Also mir ist gerade das sozusagen dieser Sprung. Also das heißt, es sagt verfassungsfeindlich und dann nehme ich einen Professor, der dazu viel geforscht hat und immer der Rückgriff letztlich ja auf dich. Also das heißt, es wird allgemein dumm rumgeredet nach dem Motto, sozusagen, du könntest aus sagen, Kannibalismus vorzuschlagen an der Schule ist natürlich nicht im Sinne des Bundesschulgesetzes oder gibt es ja nicht, ja, sondern des Landesschulgesetzes des Bundeslandes, wo du wohnst. Und dazu haben wir einen Professor gefragt, der sich mit Kannibalismus auskennt und sagte, nur die niedrigsten Gesellschaftsordnungen machen das. Und dann kommt als letztes, darf Markus Fiedler also weiter Lehrer sein? Ja? Die sind doch nicht ganz dicht. Das ist auch ohne Worte, was da abläuft. Ja? Also das ist... Ich glaube sogar noch, also okay. Es sind hier zwei Sachen drin. Also erstmal fängt der Herr an, über Verschwörungstheorien zu sprechen. Verschwörungstheorien ist ein politisch konnotierter Begriff und wird für alle möglichen Spinnereien verwendet, die man als solche kennzeichnen möchte. Nochmal auf den Punkt. Das, was wir hier behandeln, sind keine Verschwörungstheorien, sondern wir drehen uns um Fakten. Ich will einfach jetzt mal rein, weil das regt mich auf. Ja. Ich habe vor kurzem von einem Bekannten erfahren, dass sein Sohn, da kam die Konrad-Adenauer-Stiftung mit der Amadeo-Antonio-Stiftung und hat den Kindern, also den Jugendlichen, keine Kinder mehr, also 14, in dem Alterssegment, hat denen gesagt, wenn ihr zu Hause, wenn da jemand Verschwörungstheorien äußert, das kann man melden. Da kann man also sozusagen die Blockwart-Ausbildung ist da eingezogen. Das heißt, man soll, es ist eine Art von psychischer Störung, wo man mit umgehen kann. Und es gibt dann Stellen, an die man sich wenden kann, wenn zu Hause oder im Bekanntenkreis von den Eltern oder von Verwandten so etwas genannt wird. Das ist finster. Wenn ich sowas höre, dann denke ich, das ist deren Kampf gegen was sie als Verschwörungstheorie bezeichnen. Und das war dann eben, in dem Zusammenhang ging es um den Ukraine-Krieg und um die ganze Angelegenheit. Ich weiß, dass der Jugendliche hat dann gesagt, ich sag besser nichts, weil dann gibt es Schwierigkeiten. Was ist das? Das ist dann Beutelsbacher Konsens oder was? Das läuft auf der anderen Seite hoch, ist aber für den NDR natürlich kein Thema, sehe ich ein, weil die gerne mitgehen würden und dafür sorgen würden, dass man, das hat keinen Zweck. Das hat keinen Zweck mit solchen Leuten. Das hat einfach keinen Zweck. Ja. Okay, ich habe auch noch was auf den Lippen, wir verkürzen das hier. Ich stimme dir ja zu, Dirk. Ja. Mhm. So, wir gucken mal, was fällt uns dazu ein? Haben Querdenker nicht damit zu leichtes Spiel, um an deutschen Schulen zu unterrichten? So, wieder eine vorsätzlich falsche Eindruckserweckung, ne? Und es geht ja wieder um irgendeine dubiose Straftat, alles so nebulös. Ja, Querdenker insinuiert, du unterrichtest Querdenkertum an der Schule. Darf das sein? Antwort sozusagen, also das ist eine Konstruktion, eine perfide Konstruktion. Es ist ja noch perfider als diese Ebene. Wenn du eine Ebene tiefer gehst und sagst, Querdenker von vor 15 Jahren oder sowas, aber selbstverständlich, alle würden sich das wünschen, ja. Also Mensch, also da werden Schüler darin geschult, um die Ecke zu denken, Probleme zu lösen. Das wäre also eine sehr positive Konnotierung gewesen. Und jetzt plötzlich auf einmal ist es eine ganz andere Konnotierung, weil der ÖRR unter anderem dafür gesorgt hat, dass das einen neuen Konnex bekommt, dieses Wort. Genau, also es ist wieder ein Verstoß gegen die journalistischen Regeln und nochmal die Namen erwähnt, Ursula Hensel und Angelika Henkel. Merken Sie sich diese Namen, wenn Sie die unter irgendwelchen Beiträgen sehen. So, dann kommen wir zu Ausschnitt Nummer 7. Und was sagt Markus F., der Biologie- und Musiklehrer selbst zu all dem? Er antwortet uns schriftlich. Er sei kein Verschwörer oder Querdenker. Das seien politische Kampfbegriffe. Er mache sich die Reichsbürgerideologie nicht zu eigen und hält unsere Zitate für aus dem Zusammenhang gerissen. Die Zitierung der Stellungnahme ist verstümmelt. Und nicht nur das, sie ist noch nicht mal im Original so dagewesen. Die Wörter, die sie benutzt haben, kamen gar nicht in meiner Stellungnahme drin vor.
Das hier ist, also erstmal geht es um die Verschleierung der Verstöße gegen die journalistischen Regeln durch die Autorin Ursula Hensel und Angelika Henkel, weil ich denen nämlich ein paar Takte dazu erzählt habe. Das ist in meiner Stellungnahme drin. Und sie hätten eigentlich keine zwei Sätze zitieren können, ohne dass eine Kritik am NDR zu sehen gewesen wäre. Das haben sie alles weggelassen. Das heißt, hier wird eine Stellungnahme von mir eingefordert und sie taucht gar nicht auf. Der Punkt ist, wir gucken uns das mal an hier, also was ich geschrieben habe. Sie können das jetzt im Schnelldurchlauf vielleicht einfach mal stoppen und sich das mal durchlesen. Das ist sozusagen das, womit ich konfrontiert wurde von der Ursula Hensel. Das war erstmal die Journalistin, die schreibt an mich. Das ist der Beitrag, um den es geht. Nochmal hier fürs Protokoll. Fragt sie mich folgende Fragen. Kritiker finden solche Aussagen, auch wenn sie außerhalb der Schule fallen, mit der Tätigkeit als Lehrkraft schwer zu vereinbaren. Wie sehen Sie diese Kritik und den Sachverhalt? Frage Nummer zwei. Das Land Niedersachsen, der Staat, unterstützt die freien Schulen mit Geld. Letztendlich werden mit diesem Geld auch die Lehrkräfte finanziert. Wie ist das in Einklang zu bringen mit Ihrer Äußerung, dass Deutschland nicht souverän sein soll? Aussage Nummer drei. Was hat das damit zu tun? Ja, okay. Wir kommen da gleich dazu, Dirk. Ich weiß. Der Spiegel hat im August berichtet, sie hätten auch in Apoluten demokratischer Widerstand veröffentlicht. Wie bewerten Sie die Beschreibung Ihrer Person als Verschwörungstheoretiker? Und über eine Rückmeldung bis Freitag 16 Uhr, war natürlich sehr kurzfristig gesetzt, ne, würde ich mich sehr freuen. Noch einmal, dieser E-Mail-Wechsel kam zustande, weil die Ursula Hensel sich nicht imstande sah, mit mir ein Interview zu führen, obwohl sie vor Ort war. Sie wollten nicht mich interviewen, während eine andere Kamera das zeigt, was sie tun. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das ist jetzt hier so zustande gekommen. Ich schreibe zurück. An die Frau Hensel am 19. Oktober. Sehr geehrte Frau Hensel, sehr gerne äußere ich mich natürlich ausführlich zu Ihren Fragen. Wegen eines eng getakteten Terminkalenders muss ich mich für die vollständige Beantwortung um Verlängerung Ihrer Frist bitten und so weiter und so fort. Aber ich hatte noch ein paar Fragen und diese Fragen waren, Sie schreiben, Kritiker finden solche Aussagen, auch wenn sie außerhalb der Schule fallen, mit einer Tätigkeit als Lehrkraft schwer zu vereinbaren. Wie sehen Sie diese Kritik und den Sachverhalt? Dazu habe ich die Verständnisfrage. Erstens, wer sind diese Kritiker und um wie viele Kritiker handelt es sich? Zweitens, kennen die Kritiker den gesamten Kontext und Sinnzusammenhang meiner Aussagen oder nur den gleichen kurzen Videoschnipsel, die sie auch meinen Arbeitgeber gezeigt haben? Das ist nämlich genau der Punkt gewesen. Dann schreibt die weiter, wie bewerten Sie die Beschreibung Ihrer Person als Verschwörungstheoretiker? Meine Gegenfrage, das Wort Verschwörungstheoretiker hat verschiedene Bedeutungen. Vor Beantwortung Ihrer Frage benötige ich weitere Informationen. Wie definieren Sie den Begriff Verschwörungstheoretiker? Und meine vierte Frage, anhand welcher meiner Aussagen kommen Sie zum Schluss, dass dieser Begriff zu mir passt? Und Sie erwähnen in diesem Zusammenhang den Text von Spiegelautor Niklas Keck. Dazu meine Frage, welche Falschinformationen und Fehler sind Ihnen im Zuge Ihrer Recherche im Spiegelartikel aufgefallen? Und aus gegebenem Anlass abschließend folgende Frage, gibt es eine Zielrichtung für Ihren Beitrag oder recherchieren Sie in dieser Sache ergebnisoffen mit freundlichen Grüßen? Jetzt schreibt sie mir zurück, sehr geehrter Herr Fiedler, am 23.10. Wir möchten Sie bitten, sich einfach auf unsere Fragen zu beziehen. Eine Fristverlängerung können wir Ihnen hierfür bis Donnerstag, 25.10. um 12 Uhr gewähren. Bitte beachten Sie, dass weder das Kamerateam noch ich damit einverstanden waren und sind, dass Sie Bild- und Tonaufnahmen von uns gefertigt haben und wir nicht mit einer möglichen Veröffentlichung einverstanden sind. Mit freundlichen Grüßen, Frau Ursula Hensel. Der obere Teil kommt mir so vor, als ob ich mit dem Finanzamt spreche. Genau. Fristverlängerung. Genau, ja, also das ist jetzt irgendwie... Du hast eine Fristverlängerung zur Abgabe der Steuererklärung. Der untere Teil nehme ich einfach zur Kenntnis, kann aber sagen, ja, tut mir leid, dieses Recht haben Sie nicht. Ja? Also es geht nicht immer nach Ihrer Nase, Frau Hensel. So, und das ist genau der Punkt. Also auf welcher Ebene reden wir? Du hattest das bei der Sendung 88 gesagt, das ist immer diese Attitüde von oben herab. Das können wir hier ganz, ganz deutlich sehen. Und dann habe ich darauf geantwortet, eine ziemlich lange Geschichte, das können Sie sich jetzt hier durchlesen. Ich habe also in jedem Satz eigentlich auch eine Kritik vom NDR mit verpackt. So, dann habe ich nochmal erklärt, was mit dem Herrn Leber da los war und warum ich dann dieses... Und so weiter. Ne, genau, alles weiter. Im Endeffekt kann man sagen, dieser Geschichte, falls Sie eine Interviewanfrage vom NDR bekommen, ist es eigentlich egal, ob und wie Sie antworten, weil die machen mit Ihnen, was Sie wollen. Jetzt kommt der Punkt, den du eben gesagt hast. Letzter Absatz. Ihre Frage nach Geldzuwendungen vom Land Niedersachsen im Zusammenhang mit ferngesteuerten illegalen Tötungen mittels der RBS Rammstein geht vollkommen am Thema vorbei und zeigt, dass Ihre Rechercheleistung ungenügend ist.
Das ist Ihre Frage zur Finanzierung des Landes Niedersachsen gewesen. Was soll der Blödsinn? Genau, was du gesagt hast, das hängt überhaupt nicht zusammen. Das ist ein konstruierter Zusammenhang, den sie da erstellt. Mhm. Und dann kommt der wichtige Absatz. Der lautet bei mir folgendermaßen. Sie sind auch auf Nachfrage nicht in der Lage, irgendwelche meiner Äußerungen sogenannten Verschwörungstheorien zuzuordnen. Auch können Sie den Begriff Verschwörungstheorie nicht definieren. Sie nutzen diesen politischen Kampfbegriff daher ganz offensichtlich zur Herabwürdigung. Das war mein Zitat. Darin taucht nicht auf der Begriff Verschwörer, so wie beim NDR. Und es auch taucht nicht das Wort auf Querdenker. Dazu hat sie mich gar nicht gefragt. Sie hat mich gar nicht mit dem Wort Querdenker konfrontiert. Wie ich schon sagte, die machen, die verfrühstücken, wie sie wollen, und sie haben die Macht und sie haben die Möglichkeit. Und dann kann man sich fragen, ist das noch öffentlicher Rundfunk oder kann das weg? Und die Antwort kann sich jeder selber geben. Tja. Wir kommen zu einer kleinen Take-Home-Message, die ich sehr wichtig finde. Sie verwenden also ein falsches Zitat. Im Original heißt es beim NDR-Beitrag, er sei kein Verschwörer oder Querdenker. Diese Worte kommen... Verschwörer. Ja, klar. Diese Worte kommen in meiner Antwort an den NDR gar nicht vor, und ich habe auch sinngemäß so etwas nicht gesagt. Ergo... Die NDR-Autorin Ursula Hensel und Angelika Henkel verbreiten wissentlich die Unwahrheit. Denn ich kann davon ausgehen, dass sie hoffentlich der deutschen Sprache mächtig sind und auch lesen können. Und umgangssprachlich könnte man sagen, sie lügen. Das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig herauszustellen. Wir haben hier Autoren, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten und deren Zielrichtung nicht ist, eine wahrheitsgemäße oder möglichst der Realität nahe kommende Berichterstattung zu machen, sondern sie verbreiten absichtlich Lügen. Weiter. Jetzt kommt etwas für dich, Dirk. Du bist ja investigativer Journalist, und wie ich dann beim NDR nachlesen durfte auf dieser tollen Seite, die hier angegeben ist, da kann man auch ein bisschen hochscrollen, dann kann man das Bild der Dame bewundern. Die Frau Angelika Henkel wird beim NDR als investigative Journalistin dargestellt. Was sagst denn du dazu? Ich würde sagen, beim Spiegel heißt sowas immer selbsternannter investigativer Journalist. Okay, also kein weiterer Kommentar. Kollegin, ich kenne die Arbeit von ihr nicht. Das, was ich jetzt hier gesehen habe, fand ich wenig beeindruckend. Ja, also ich äußere mich nicht dazu, keine genaue Kenntnisnahme davon. Also okay, selbsternannter Investigativjournalist, vom NDR selbst ernannt, ja. Ich finde die Formulierung so schön, wenig beeindruckend. Das werde ich bei mir mal Ihren Wortschatz mit übernehmen. So, dann Ausschnitt Nummer 8. Ja, da geht es noch um den letzten Nachklapp. Gucken wir uns das auch nochmal an. Sein Internetauftritt, in dem er gegen den NDR wettert, beschert uns von seinen Anhängern zahlreiche Hassmails und eine Morddrohung eines Unbekannten gegen das Team. Der Internetauftritt, in dem er gegen den NDR wettert, Dirk. Also ich würde behaupten mal, dass was wir gemacht haben, strikt argumentativ war. Also nicht wettern, man kann sagen, das ist nicht positiv für den NDR ausgegangen, aber es ist faktisch belegt und mit Argumenten hinterlegt. Das ist nicht, und dann das mit dem Mord, sozusagen, das haben wir ja schon bei Ulrich Leiner gemerkt. Sobald diese Leute Kritik bekommen, die sie kübelweise selber austeilen, werden sie auf einmal Mimöschen, ja. Und das ist, also es ist grotesk. Ich hab gesehen, du hast geschrieben, dass ich auch Morddrohungen bekommen hätte. Ich habe tatsächlich Morddrohungen bekommen, aber das kann ich nicht diesem Themenkreis zuordnen, sondern das war in Bezug auf Klimawandel. Da gab es eine ganze Reihe. Und bei einem Auftritt zu Wikipedia. Also kann ich nicht sagen, dass in diesem Konnex etwas passiert ist. Dann habe ich das anders erinnert. Aber der Punkt ist ja, Ken Jebsen, Mordversuch, ja, also nur in diesem Bereich bewegen wir uns. Wir wissen nicht, was da geflogen ist, aber auf jeden Fall, es war auch erstaunlich. Es ist ein Feuerwerkskörper, sah aus wie ein polnischer, sehr starker, umhüllt, also da war eine andere Umhüllung drum gemacht, und wenn das Ding in die Luft gegangen wäre, das sind Sachen, die Gliedmaßen abreißen können. Ja. Aber es hat keinen Effekt gegeben, dass das untersucht worden wäre. Nee, da war keiner interessiert dran, ne? War nicht, also es gab, ist bei der Polizei gegeben worden. Ich stelle jetzt mal fest,
wenn man dem NDR-Intendanten sowas bei einer Veranstaltung auf die Bühne geworfen werde, würde ich davon ausgehen, dass es eine gewisse Folgeerscheinung gibt in den Ermittlungen. Aber hallo, genau. Wir kommen nochmal zu dem Zitat, das ist mir auch wieder wichtig. Du hast ja schon gelacht, als ich das abgespielt habe. Sein Internetauftritt, in dem er gegen den NDR wettert, beschert uns von seinen Anhängern zahlreiche Hassmails und eine Morddrohung eines Unbekannten gegen das Team. Ad 1, ich habe mir den Butter auch nochmal angeguckt und ich habe ja eigentlich auch schon während des Beitrags ganz bewusst auf irgendwelche übergriffigen Formulierungen verzichtet. Das machen wir eigentlich auch sonst nicht. Aber da nochmal ganz bewusst darauf verzichtet. Das war ein vollkommen sachlicher Beitrag. Da war kein Hauch von Wettern. Wenn Sie Kritik nicht vertragen und das gleich als Wettern identifizieren, dann kann ich nur sagen, tut mir leid, dann haben Sie Ihren Job verfehlt. Ja? Keine Form von Selbstkritik oder von, wie nennt man das, beratungsresistent könnte man das nennen. Ja? So. Also ich habe an keiner Stelle ausfällige Bemerkungen gemacht. Also das heißt, also auch diese Einordnung gegen den NDR-Wettern ist schlicht und ergreifend gelogen. Mhm. Also nochmals Take-Home-Message. Die NDR-Autorin Ursula Hensel und Angelika Henkel verbreiten wissentlich die Unwahrheit. Umgangssprachlich, sie lügen. Es ist leider schlimm. Das heißt also, wir haben hier keine Form von Lügenpresse. Das, so weit will ich hier gar nicht gehen. Ich will auch gar nicht den John Götz damit reinziehen zum Beispiel. Von mir ein hochgeachteter Autor. Wir haben hier zwei Autorinnen, die offensichtlich offensichtlich ganz gerne Lügengeschichten verbreiten wollen. Und das können sie beim NDR machen. Jetzt mal die Frage, gehört so etwas in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Warum sind diese Autoren dafür nicht gerügt worden, mindestens? In diese Ecke will ich nicht. Also das heißt, ich würde da nicht sagen, sondern das ist tendenziös. Und es sollte klar sein, dass... Ja, also offenbar waren sie der Meinung, sie haben etwas, was sie aufdecken können und das, was sie gefunden haben, ist herbeikonstruiert. Und mich interessiert vielmehr, wie sowas in der Redaktion abläuft, dass so ein Beitrag durchgeht und dass er dann auch noch übernommen wird vom MDR. Also, dass er durchläuft innerhalb der ARD, das finde ich merkwürdig, bedenklich, ja. Und man sieht dieses Machtgefälle. Man sieht, dass sie die Macht haben wollen, entsprechend zu urteilen. So werden sie auch. Es sind wie Leute, die eben ein Ziel markieren und es wird jetzt erwartet, dass andere Leute mitmachen dabei. Das, was sie als Zielmarkierung haben, zu zerstören. Ja? Das heißt, deine Existenz als Lehrer. Und ich habe das ja bei dir schon einmal miterlebt, wie das funktioniert. Und das läuft darüber, dass man weiß, man kann einen Druck aufbauen. Und dieser Druck wird normalerweise dann von Leuten beantwortet. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich weise auch darauf hin, dass auf diese Weise es möglich ist, Leute in den Bereich von geheimdienstlicher Beobachtung zu bekommen. Es ist da möglich, dass man von staatlichen Stellen, anderen Stellen, also aus dem Bildungsministerium, Kultusministerium und so weiter, dass dort Aktivitäten, dass es dann Anfragen gibt und einfach Leute wissen, oh Moment, es gibt Schwierigkeiten und die einfachste Möglichkeit, die Schwierigkeiten zu beenden, ist das Arbeitsverhältnis zu beenden. So war es bei der Waldorfschule in Oldenburg, wo ich nochmal daran erinnere, dass der Leiter der, Henning Kulak-Uplik, also der Leiter vom Bund der Waldorfschulen, der hat genau mit dieser, der ist ja sozusagen PR-Mann, das könnte auch bei Henkel oder bei BASF oder bei Monsanto sein, das wäre kein großer Unterschied und der agiert dann und guckt, da gibt es in der Öffentlichkeit was, also ich beuge mich dem, weil den Widerstand zu machen, das tun nur sehr wenige Leute. Ja? Den Widerstand dann zu haben und also aufzubringen und zu sagen, nee, finde ich nicht richtig, ich stehe hier mal. Diese Art von Zivilcourage ist in PR-Abteilungen ein seltenes Gewächs, sehr selten zu finden. Ich habe schon die nächste Folie mal übersprungen, denn du hast es nämlich gerade gesagt, Zweck dieser Art von Journalismus vom NDR ist, ne? Medienberichten und eine staatliche Behörde, zum Beispiel Verfassungsschutz oder Kultusministerium, kann daraufhin Maßnahmen ergreifen, die berufliche Existenz des Delinquenten gefährden. Das ist genau der Punkt, den wir hier rausarbeiten wollten. Jetzt hast du mir aber noch eine andere Sache gesagt, und zwar... Das hier, du hattest ein Interview mit Michael Ballweg und das war ein Interview, nachdem er aus der Haft entlassen wurde. Worum ging es denn da? Ganz frisch, nein, das ist ganz frisch. Das ist habe ich gestern geführt, weil das hat mich doch sehr interessiert, weil ich habe mich am Anfang tatsächlich zurückgehalten,
bei der Causa Ballweg, weil ich nicht wusste, ob an diesen Vorwürfen, ich erinnere nochmal daran, über 1 Million Euro betrügerisch veruntreut. Das war der Vorwurf von der Staatsanwaltschaft. Also es wurde ihm unterstellt, dass er die Demonstration organisiert hat, um eine Leitung in sein eigenes Portemonnaie zu legen. Das war von der Staatsanwaltschaft so dargestellt worden und das ist auch in den Medien. Ich habe die Artikel, also sozusagen bei der Suche ohne Ende, das ist ohne Ende berichtet worden, Querdenkerschaft in Haft und dann war ja noch in Stammheim, dazu habe ich ihn auch gefragt. Das ist eine, sozusagen gibt es eine ganz banale Begründung für, aber Stammheim klang natürlich, kennen alle im Zusammenhang mit den RAF-Prozessen, Hochsicherheitsprozessen, dass die da drin waren. Es wurde also sozusagen die größtmögliche Diskreditierung von Staatswegen angegangen. Dann habe ich gefragt, wie viel ist davon noch übrig? Null. Davon ist nichts mehr übrig. Man erinnere sich daran, wer es wissen wollte, konnte lesen, aber nicht in den Mainstream-Medien, dass das Gericht es abgelehnt hat, diese Ausführungen der Staatsanwaltschaft zu folgen. Und sie versuchen es jetzt nochmal, indem sie ihm vorwerfen, dass er seine Steuererklärung mit betrügerischer Absicht wieder, also irgendwie um das nicht abgegeben hat. Und das war während er in Stammheim im Heft saß, werfen sie jetzt vor, dass er seine Steuern. Und er hat gesagt, ist aber schon klar, dass auch das Gericht dort sieht, dass es gewisse Schwierigkeiten gab dabei, das zu machen. Lasse ich jetzt mal beiseite. Also sie verursachen selbst den Schaden, den sie dann am Ende einklagen wollen. Ja, das heißt, so, und jetzt bin ich noch mal dabei, ja. Und dann habe ich gefragt, okay, ich habe das jetzt gefragt, wie viele von ARD, ZDF, Spiegel, Zeit, Welt, Frankfurter Rundschau, Tagesspiegel und ähnlichen Publikationen waren denn jetzt da und haben sich mal mit ihnen unterhalten, wie das jetzt eigentlich aussieht und wie viele Berichte, und die Antwort ist null. Und dann sieht man, sie sind gut da drin, Leute, die ihnen nicht gefallen, zum Abschuss freizugeben. Und wenn sie rauskommt, dass sie schuldig geworden sind daran, eine unschuldige Person so fertig zu machen, dem fehlt ja immer noch der Zugang zu seinem Geld. Rausgekommen ist, dass er mehr Geld ausgegeben hat, als er eingenommen hatte, aber sie haben ihm immer noch seine Konten, sind eingefroren. All das läuft, ohne dass irgendjemand in den Medien, die mitgemacht haben bei der Diskreditierung, weil es gewünscht war, innehalten und sagen, so geht das nicht. Ich erinnere, es gibt verfassungsrechtliche Urteile über Berichterstattung. Das ist Lebach-Urteil, das zum Beispiel die Resozialisierung von Leuten. Da gibt es also Regeln, wie mit Leuten, berechtigt verurteilt sind, aber hinterher, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, das haben wir alles. Aber bei diesen Leuten, bei den Querdenkern, gilt nur noch Scheiterhaufen. Ja, und das deswegen nochmal, ist das noch öffentlicher Rundfunk, rechtlicher Rundfunk oder kann der weg? Für mich, habe lange argumentiert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich eine gute Struktur ist. Mittlerweile, ich habe es aufgegeben. Ich glaube nicht, dass dieser Apparat reformierbar ist. Er kann weg. Sehr hartes Urteil. Ich bin immer noch der Meinung, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss, weil... Ich sehe nicht die Möglichkeit, dass dieser Apparat mit diesen Leuten, du müsstest ja komplett einmal die Augierstall, den Fluss durch den Stall lenken, damit da was Neues draus entstehen kann, ist bei diesen Leuten, bei dem, was da durchgeht, und das, nochmal, das ist dein Fall, aber ich finde den von Michael Ballweg, finde ich grotesk, dass man nicht das richtig stellt in dem Moment, wo man weiß, was los ist, ja, sondern einfach weiter so tut, als wenn, also das nicht richtig stellt, und er hat gesagt, die einzigen, die mit ihm reden, sind in den Alternativmedien Leuten. Ja, und das ist dann, und das sind dann die Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Verschwörer neuerdings, auch das wird immer noch ein obendrauf. Und dann kommen die entsprechenden von staatlichen Stellen finanzierten Organisationen und sorgen dafür, dass das nochmal diskreditiert werden kann. Ich erinnere Amadeo Antonio Stiftung und ähnliche dubiose Vereinigungen, die übrigens auch lügen. Dazu werde ich dann in einem späteren Zeitpunkt kommen. Also das heißt, das ist das ein Imperium, was sie sich aufgebaut haben, wo sie absolut herrschen und sie genießen es zu verurteilen. Ja, es ist die Inquisition, Dirk. Also was wir hier haben, ist jemand, der sich zum Inquisitor aufschwingt. Das ist eigentlich genau das. Und das kann. Und er wird nicht gebremst. Und er wird auch nicht innerhalb dieser Institution gebremst. Deswegen haben sie versagt. Deswegen plädiere ich mittlerweile dafür zu sorgen, dass das einfach verschwindet. Das heißt nicht, dass die Privaten besser wären, aber das Ganze ist so verkommen, dass ich nicht wüsste, wie man das reparieren kann, außer dass man neu anfängt zu konstruieren. Okay.
Tja, kann man nur hoffen, dass das nicht so endet wie bei dem Name der Rose, ne? Da, du erinnerst dich vielleicht, ja. Ja, ja, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Ja, das ist aber, das nimmt ein sehr, sehr unschönes Ende, ja. Also für mich ja, klar. Am unschönsten ist der Teil, wo die ganze Bibliothek brennt, das ganze Wissen verloren geht, ne? Und dann der eine Pastor, der von Sean Connery gespielt wird, Betbruder da dann noch die letzten Bücher rettet, den er noch habhaft werden konnte. Und ja, es ging ja das Werk von Aristoteles über den Humor, es nicht gibt, genau. Was wir nicht kennen, was genau. Wir von mal gehört. Okay, also das ist übrigens auch die Haltung. Da sieht man die Haltung, man sieht sozusagen, man hat den Inquisitor, der kommt, ja. Das kann man sich angucken, dann weiß man ungefähr, wie die Leute unterwegs sind, oder gucken sich Good Morning, Good Night an über den McCarthy-Ausschuss, und das ist sozusagen wiederkehrend, ja, und jetzt eben, das ist es mit Leuten, die nicht wollen, die nicht fair spielen wollen, kann man nur in ein Match geraten, in dem dann irgendwann die Messer gezückt werden, und da sind wir irgendwo, ja. Keine Gewalt, kann ich nur dazu sagen, ja. Also da wäre ja auch noch im Film Gewalt, nämlich dass der Inquisitor ein sehr unschönes Ende nimmt, ja. Denn der wird dann aufgeknüpft von der Dorfgemeinschaft, die da vor dem Kloster ist. Das wollen wir nicht. Aber es ist eine Sendung, die wieder mal zu Ende geht mit einem sehr bitteren Beigeschmack. Also ich möchte eigentlich auch mal was Schönes machen. Ich möchte mal über einen John Götz zum Beispiel berichten und sagen, das ist ein guter Beitrag, oder auch über die vielen anderen Reporter, die dann beim Öffentlich-Rechtlichen doch noch ihr Werk verrichten, dann aber genau wie deine Beiträge dann meistens abends um 23.45 Uhr gesendet werden, da wo keiner mehr hinguckt. Meine werden gar nicht mehr. Meine sind, ich kann das verfolge das ja, weil ich über die VG Wort und Bildkunst sehe, werden die Sachen noch komplett aus dem Programm genommen. Meine Filme existieren nicht mehr. Ja. Ja, weil sie nicht ins Narrativ passen. Also du nee, weil ich nicht ins Narrativ passe. Die Filme haben ja mal sehr wohl ins Narrativ. Sind ja von ihnen in Auftrag gegeben worden, aber das ist tiefer. Es gibt überall die Strafe ist sozusagen, das ist der Greta Thunberg-Effekt, nenne ich das. Von der Säulenheiligen über die Bemerkung We stand with Gaza zum Abschaum der Menschheit. Und das, sie möchten diejenigen sein, die das beurteilen können, wer dazugehört und wer nicht. Tja. Das ist immer das Gleiche. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, Dirk. Wir haben viele Themen noch auf Halde. Dazu gehört auch nochmal die Wikipedia und der Vieh. Den wollten wir uns nochmal vorknüpfen. Das wissen wir schon. Das haben wir schon mal gesagt. Wir haben noch ein paar andere Themen, die hängen, glaube ich, auch ein bisschen mit Geheimdienstaktivitäten zusammen. Aber also ich kann nur sagen, es folgen noch viele sehr interessante Sendungen. Das soll erstmal das allerletzte gewesen sein zum NDR, das letzte, nicht das erste. Ja. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich von Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Ich hoffe, mit diesem tollen Mikrofon ist der Ton besser gewesen als die letzten Sendung und ist weniger Rauschen drauf von mir jetzt. Ich hoffe, wir haben jetzt unser drittes Kind wieder vernünftig an den Start bekommen, nämlich unsere direkte Audioschalte zwischen Dirk und mir. Dann habe ich ihn auch im super guten Ton. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschalten und vielleicht schaffen wir auch diese Sendung über 100.000 zu bringen. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.